Seit Jahren ist es ein Anliegen sächsischer Kommunen, ihre Innenstädte attraktiver zu gestalten. Hier gab und gibt es immer noch viele Probleme, die es in Zukunft zu bewältigen gilt. Nach dem Vorbild anderer Bundesländer startete deshalb Anfang des Jahres zum ersten Mal im Freistaat der Wettbewerb Ab in die Mitte, die City-Offensive Sachsen. Neben der Staatsregierung und zahlreichen Verbänden und Institutionen wurde dieses Projekt finanziell auch von vielen Sponsoren unterstützt, darunter die Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof. In wenigen Wochen 89 Projekte eingereicht zu bekommen von 87 Städten, das ist schon beeindruckend, das hat auch kein anderes Bundesland erreicht. Und wir haben an sich Konzepte, wo wir auch jetzt bestätigend sagen können, die alle das Ziel verfolgt haben und auch wirklich so aufgegriffen haben, das, was wir wollten, in die Innenstadt zu kommen, in die Innenstadt zu gehen mit neuen Ideen, auch nachhaltige Projekte zu entwickeln, dass die Städte an sich alle gezeigt haben, dass sie das können. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Der erste Platz ging an Taucher, der zweite jeweils an Döbeln und Bad Düben, Görlitz und Freiberg kamen auf die dritten Plätze. Die Resonanz auf den Wettbewerb war überwältigend. 87 Städte und Gemeinden beteiligten sich mit insgesamt 89 Wettbewerbsbeiträgen. Von Annaberg-Buchholz bis Zwickau, von der kleinsten teilnahmeberechtigten Stadt Seida bis zur größten Stadt Leipzig. Herausragend aus der Vielzahl der Projekte das Konzept der Stadt Taucha. Brachen wieder mit Leben erfüllen, Stadthöfe lebendig im Dialog. Also die Idee mit den Höfen ergibt sich aus der Stadtstruktur. Taucha ist eine historische Ackerbürgerstadt und die Höfe sind einfach da und sind aber in ihrer baulichen Substanz in der Regel sehr, sehr schlecht verfallen. Ganz klar, weil also in der Innenstadt natürlich kein Bauernhof mehr existiert. Insofern geht es schon darum, zu verbinden diese Idee des Stadtumbaus, der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes mit einer Marketingidee, die zu entwickeln ist und die also festgemacht wird an dieser roten Box oder an diesem roten Würfel, das also dieses Alleinstellungsmerkmal sein soll. Taucha ist eine idyllisch gelegene Kleinstadt im Nordosten Leipzigs. Die Kommune hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Wohnort entwickelt. Mit dem Projekt der Stadthöfe gelang es Taucha, das Ziel des Wettbewerbs Ab in die Mitte eindrucksvoll umzusetzen. Wir stehen nun hier, weil Taucha es tatsächlich geschafft hat, unter diesem Feld der 89 Projektanträge die Nummer 1 zu werden. Für den ersten Preis konnte Taucha 35.000 Euro entgegennehmen. Geld, das der weiteren Gestaltung der Innenstadt zugutekommt. Dort haben die Bauarbeiten längst begonnen. Das Projekt wird zügig umgesetzt. So wurde in den letzten Monaten eine alte Brachfläche grundlegend um- und neu gestaltet, der Rosshof. Besonderes Gestaltungsmerkmal und Highlight, die roten Würfellampen. Die Idee dazu hatten Architekturstudenten der HTWK Leipzig. Zum Stadtfest Taucha konnte der attraktive Rosshof eröffnet werden. Ministerpräsident Georg Milprat als Schirmherr der sächsischen City-Initiative Ab in die Mitte gab die Promenade frei für Tauchas Bürger und Gäste. Anlässlich der Einweihung zeigte auf dem Areal der Doberschütze Holzkünstler Frank Müller sein Können. Welche Anregungen geben Sie der Projektgruppe für Taucha? Was sollen wir hier tun? Man kann so etwas nicht allein mit öffentlichen Mitteln machen und man muss Angebote für private Investoren finden. Wenn es attraktiv genug ist, wird man früher oder später jemanden finden. Wichtig ist zunächst, dass man ein Konzept hat. Und ich glaube, hier in Taucha ist das gelungen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier auf diesen Flächen dann auch nicht nur grüne Wiese hat, sondern vor allen Dingen auch Leben. Denn das ist ja das, was gewünscht ist. Mhm. Welche Unterstützung kann die Gewinnerstadt Taucha hierzu von der sächsischen Staatsregierung noch erhoffen? Ja, zunächst einmal geht es ja darum, die Initiative zu fördern. Und es soll ja nicht nur derjenige gefördert werden, letztlich der gewonnen hat, sondern es sollte ja eine breite Bewegung sein. Und das ist wirklich gelungen. Jetzt muss man eben gucken, wie das einzelne Projekt in städtebauliche Maßnahmen hineinpasst. Aber noch einmal, es geht uns, das sage ich auch bei hier in Taucha, es geht uns nicht nur um Taucha, denn das wäre viel zu wenig, sondern es geht um das ganze Land. Und ich möchte auch gerne, dass sie Vorbild dann sind für andere Aktivitäten in anderen Städten, sodass überall im Lande sich die Innenstädte wieder beleben und damit also auch ein Beitrag zur Erhaltung unserer städtischen Kultur geleistet wird. Ja, vielen Dank. Danke.
Die Taucher haben ihren Rosshof in Besitz genommen. Mit seinen Bänken und roten Lampen lädt er zwischen Markt- und Brauhausstraße zum Schlendern ein. Doch es gibt noch andere Beispiele für eine erfolgreiche Teilnahme an der City-Offensive Sachsen. Bad Düben, die Kurstadt in der Dübener Heide, präsentierte das Projekt Kurstadtweg. Der Kurstadtweg ist das Ab-in-die-Mitte-Projekt der Stadt Bad Düben. Dieser Weg soll barrierefrei und attraktiv mit einem wiedererschlossenen artesischen Brunnen, Kurgebiet und Altstadt besucherfreundlich miteinander verbinden. Die Stadt Bad Düben will sich zu einem überregional bedeutenden Kurort mit besonderen attraktiven Anziehungspunkten im Wellness- und Gesundheitstourismus entwickeln. Dabei stellt allerdings die räumliche Trennung zwischen Kurgebiet und Innenstadt ein Problem dar. Mit dem Bau des Kurstadtweges soll diese räumliche Distanz überwunden werden. Damit wird eine attraktive, barrierefreie Achse geschaffen. Dieses Projekt stellt einen wichtigen Schritt zur Belebung der Innenstadt dar. Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum sind das Ziel des Kurstadtweges. Dieser Weg soll die attraktive Altstadt mit dem Kurgebiet verbinden. Drittes Beispiel: Radebeul bei Dresden. Die Stadt erhielt einen Anerkennungspreis für das Projekt Radebeul macht Dampf. Hier auf dem Bahnhof Radebeul Ost ist der Ausgangs- und zugleich Mittelpunkt unseres Themas Ab in die Mitte, Radebeul macht Dampf. Mit der Schmalspurbahn, einem touristischen Highlight, beginnt der Besuch in unserer Stadt. Ergänzt wird dieses Gelände hier im Radebeul Ost in den nächsten Jahren durch das Schmalspurbahnmuseum, was diesem Thema noch weiteren Inhalt geben wird. Von hier aus ist das Ziel, die Gäste und die Touristen natürlich ganz speziell durch unsere Stadt zu geleiten, nämlich in das Zentrum Radebeul Ost, das neben dem Karl-May-Museum als touristischen Magnet mit vielen Geschäften aufwartet, die mit ihren Angeboten gerne natürlich auch für die Radebeuler und ihre Gäste da sind. Die Realisierung des Projekts soll vor allem Touristen in die Lößnitzstadt locken. Davon könnte auch die Innenstadt profitieren, die sich gegen die große Nachbarstadt Dresden behaupten muss. Dresden präsentierte das Projekt Lustgarten und bekam dafür einen Anerkennungspreis. Die City der Landeshauptstadt ist durch Brachflächen zerrissen. Dem will die Stadt mit diesem Konzept entgegenwirken. Der Lustgarten Dresden ist eine Konzeption zur Belebung von Stadtbrachen. In Dresden, wir haben ca. 20 Hektar Stadtbrachen. Die wollen wir interimsmäßig nutzen und gestalten. Der Lustgarten Dresden ist ein öffentlich-privates Konzept zur Wiederbelebung. Wir werden bis 2005 auf dieser Stadtbrache eine Modelllandschaft erleben aus 20 verschiedenen Bausteinen, die die Dresdner einladen sollen zum Flanieren, zum Aufenthalt, zum Kunstgenuss und die Innenstadt auf diese Art und Weise revitalisieren, wie es der Wettbewerb auch gefordert hat. Bis zum 800-jährigen Jubiläum der Kulturstadt werden weitere Projekte folgen. Leipzig leuchtet. Mit dem Projekt City-Lichter-Lichtkonzept soll die Stadt besonders in der dunklen Jahreszeit sowie im gegenwärtig stattfindenden zweiten Bauboom nach der Wende noch attraktiver werden. Mit einem abgestimmten Konzept aus drei Lichtteilprojekten soll ein Alleinstellungsmerkmal Licht entwickelt werden, wodurch Bewohner und Besucher von Leipzig die Stadt neu erleben. Die erste Lichtfestwoche im Februar-März 2005 ist der erste Höhepunkt des Projektes. Insgesamt war die erste sächsische Initiative Ab in die Mitte ein großer Erfolg, der bald wiederholt werden sollte. Die Kommunen, die sich jetzt daran beteiligt haben, haben sehr schnell erkannt, dass es unabhängig davon ist, ob sie einen Preis erhalten oder nicht, dass sie Sieger sind, wenn sie sich mit ihrer Situation auseinandersetzen, dass sie etwas Positives für ihre Stadt erreichen. Ich bin mir felsenfest im Klaren, wir werden im nächsten Jahr eine gute Resonanz wieder haben. Und zum Schluss noch, was würden Sie den Städten mit auf den Weg geben, die sich bewerben wollen und bewerben werden? Ich würde den Städten mit auf den Weg geben, tatsächlich mal zu recherchieren. Was ist das Besondere meiner Stadt? Womit kann ich mich herausheben von den anderen und dieses Profil dann schleifen? Das, glaube ich, wäre für viele eine riesengroße Chance, um das typische Gesicht der Stadt herauszuarbeiten.